Willkommen zum nächsten Brust-Tutorial-Video. Diesmal die Übung Fliegende am Kabel. Allgemein sei gesagt, ich halte Fliegende Kurzhanteln komplett für sinnlos. Deswegen werde ich auch kein Video drüber machen, denn ich mache nur Videos über Übungen, die ich für sinnvoll halte. Und Fliegende Kurzhanteln ist nicht sinnlos, aber ist einfach extrem unterlegen gegenüber Fliegende am Kabel. Einfach weil die Spannungskurve sehr unvorteilhaft ist. Fliegende am Kabel ist ja eine Isolationsübung für die Brust. Das heißt, da ist der Trizeps kaum bis gar nicht beansprucht und die vordere Schulter auch sehr wenig, wenn man es richtig macht. Deswegen eine super Übung für Fortgeschrittene. Kann auch in einem Anfängertrainingsplan drinstehen, aber eher, sage ich mal, für Fortgeschrittene. Da, wie gesagt, Isolationsübungen nicht zu viel oder zu oft in einem Anfängertrainingsplan vorkommen sollten. Wir gehen jetzt auch direkt zum Tutorial. Mehr ist erstmal nicht zu sagen und wir sehen uns dann in der Nachbesprechung. Bis gleich. So, kommen wir direkt zu Punkt 1. Punkt 1 ist der Stand. Und der Stand, der ist relativ frei wählbar. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass ihr wirklich stabil steht und nicht umfallt während der Bewegung. Ob ihr jetzt beide Füße direkt nebeneinander macht, was etwas risikoreicher ist, aber geht natürlich auch, wenn ihr euch dementsprechend nach vorne lehnt. Oder aber einfach einen Fuß weiter nach vorne setzt als den anderen, ist euch freigestellt. Ich empfehle einfach den linken oder rechten Fuß einfach etwas weiter nach vorne stellen und etwas weiter dann nach vorne lehnen. Wie weit solltet ihr nach vorne treten? Das ist natürlich auch etwas individuell, aber allgemein versucht das wirklich zu fühlen, sage ich mal. Wenn ihr gar nicht einen Schritt nach vorne macht, ist das natürlich blöd, weil dann zieht das Kabel in die völlig falsche Richtung und eure Brust wird nicht wirklich gedehnt. Wenn ihr zu weit nach vorne geht, dann macht ihr vielleicht sogar fast eher ein Bankdrücken und keine Fliegende mehr. Aber halt, ja, testet es einfach aus, geht einen Schritt nach vorne und schaut, hey, zieht das Kabel quasi in der ganz exzentrischsten Position wirklich meine Brust in die Dehnung? Also ist dann meine Brust wirklich auf Dehnung? Oder zieht ihr schon zu stark und zu weit im falschen Winkel nach hinten? Der dritte Punkt ist, ihr solltet euch darauf konzentrieren, die Ellbogen zusammenzuziehen. Nicht einen Baum umarmen, das heißt die Ellbogen ganz weit auseinanderlassen und nur die Hände vorne zusammenführen, sondern ihr solltet euch nur darauf konzentrieren, im Prinzip eure Ellbogenspitzen aneinander zu führen. Nicht darauf, ob eure Hände vorne zusammen sind, sondern einfach konzentriert euch auf die Ellbogen und ihr werdet merken, wie das auf einmal ein ganz anderes Gefühl ist bei den Fliegenden, viel schwerer und viel intensiver ist. Dann solltet ihr auf jeden Fall eure Schulterblätter möglichst die ganze Bewegung über hinten lassen. Ich weiß, in dem Video mache ich das nicht perfekt, aber wenn ihr Probleme habt, die Brust zu spüren, dann lasst die Schulterblätter auf jeden Fall hinten, fixiert sie hinten, tackert sie hinten an und das die ganze Bewegung über, auch wenn ihr vorne in der Endkontraktion seid. Ein weiterer Tipp ist, macht verschiedene Variationen, verschiedene Winkel bei den Fliegenden. Das heißt, macht zum Beispiel einmal ganz normale Fliegende, so wie in dem Video. Dann macht aber vielleicht Fliegende eher auf Halshöhe. Das heißt, ihr beansprucht dann mehr die obere Brust oder macht Fliegende von unten nach oben oder Fliegende extrem von oben nach unten, sodass ihr verschiedene Winkel habt und die verschiedenen Fasern in eurer Brust beansprucht. Das ist nicht nur hilfreich, um die Brust besser zu stimulieren, sondern es bringt auf jeden Fall auch mehr Spaß, als wenn ihr wirklich immer und immer wieder die gleiche Art von Fliegenden macht. Ansonsten war es das erstmal mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich habe alle Punkte abgedeckt. Falls nicht, dann einfach wieder in die Kommentare schreiben, falls ich was vergessen habe. Und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. Nachbesprechung, fliegende Kurzhanteln, nein, fliegende Kabel natürlich. Wiederholungsbereich für Fliegende ist ähnlich wie Überzüge für den Rücken. Also es ist irgendwie relativ ähnlich, sage ich mal, vom Verhalten. Es ist eine Isolationsübung hier für die Brust. Und Wiederholungsbereich würde ich empfehlen, nicht unter 10 Wiederholungen, eher 10 bis 15 Wiederholungen. Und das Ganze könnt ihr 1, 2 oder vielleicht sogar dreimal die Woche ausführen. Je nachdem, ob eure Brust eine krasse Schwachstelle ist, müsst ihr natürlich immer schauen.
was ist jetzt wirklich eine Schwäche, wenn Trizeps und Schulter top sind, aber wirklich nur die Brust schwach ist, dann natürlich vermehrt fliegende. Wenn es nicht so ist, dann einfach ganz normal vielleicht viel Bank drücken, dass eure Trizeps und Schulter ebenso wächst. Ansonsten war es das, glaube ich. Ich persönlich bin ein großer Fan von fliegenden Kabel oder halt an der Maschine. Beides ist gut. Kommt immer auf die Maschine an. Wenn die Maschine super ist, dann bevorzuge ich sogar die Maschine. Ansonsten, Kabelturm ist fast in jedem Fitnessstudio gleich und ja, geht eigentlich immer. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Falls dir meine Videos gefallen und du gut findest, was ich mache, würde ich mich über ein Abo freuen und auch über einen Daumen hoch. Wir sehen uns. Bis dahin.